Besonders mit den guten Ideen sollte man sorgsam umgehen, auch am harten Pflaster des freien Markts. Seit 2 Jahren gibt es einen Verein, der sich für ein Umdenken in der Wirtschaft einsetzt. Dieser Verein nennt sich Ökonomie der Menschlichkeit und er will vor allem einen Paradigmenwechsel. Weg von der Profitgier hin zum Miteinander. Eines kann man sagen, es menschelt beim Verein der Ökonomie der Menschlichkeit. Unternehmerinnen und Unternehmer begegnen sich offen und auf Augenhöhe. Es sind in diesem Sinne echte menschliche Begegnungen, die im weitesten Sinne auch diesen Verein begründet haben. Es war einfach ein tiefes Bedürfnis, weil ich immer menschliche Begegnung haben wollte. Also ich habe das nie ausgehalten, wenn einer sagt, wie geht's dir, danke und dir? Ja, das ist ein Floskel. Aber wenn ich nur sage, wie fühlst du dich, ist das schon ganz was anderes. Und diese ehrliche Begegnung, die habe ich immer gewünscht und das ist auch die große Motivation, warum ich das überhaupt gemacht habe. Generell plädiert der Verein dafür, Werte neu zu denken. Also weg vom klassischen Unternehmertum und hin zum Wohl der Menschen und der Mitarbeiter. Ökonomie und Menschlichkeit sind demnach keine Gegensätze, sondern die Menschlichkeit resultiert aus dem unternehmerischen Handeln. Ökonomie, das wichtig ist in meinem Leben, das glaube ich liegt in der Natur der Sache. Und die Menschlichkeit, ohne der geht auch die Ökonomie nicht. Und da sind zwar Sachen wieder eins werden müssen, das war mir klar und darum sind wir da sofort dazu gegangen. Weil wir alles Menschen sind und keine Maschinen und mit Menschen haben wir Gefühle, haben Emotionen. Und das ist in unserer Zusammenarbeit, aber auch im Zusammenleben sehr, sehr wichtig, um nicht zu sagen das Wichtigste. Die Logotafeln sind ein klares Zeichen nach außen, dass man sich diesem neuen Paradigma verschreibt. Dennoch, für einige Wirtschafter bedeutet das ein Umdenken, nicht mehr auf den reinen, geldbringenden Erfolg aus zu sein. Um es ganz direkt zu sagen, ich denke mal, 2 Drittel der Unternehmer werden da auch gar nicht in Resonanz sein. Und es ist auch ganz wichtig, dass ich sage, weil das haben wir auch erlebt, ja, ich bin menschlich genug, wo die dann sagen, ja, bin ich da überall schon so gut, dass ich da dabei sein kann. Eine Menschlichkeit ist ein Prozess. Und Menschlichkeit heißt auch, dass ich mich als Unternehmer zeige. Das heißt nicht, dass ich alles perfekt in dem Sinn mache. Das ist ganz was Natürliches, aber unser Wunsch ist einfach einladen für den, einlassen auf den Prozess. Gemeinsam gehen und wir unterstützen uns gegenseitig. Es braucht nicht immer den reinen Verstand, sondern auch mal den Mut, etwas Neues zu wagen. Um die 80 Unternehmen haben das österreichweit schon bewiesen und sind dem Verein Ökonomie der Menschlichkeit beigetreten. Also der wirtschaftliche Erfolg, der auch wichtig ist, das dann das Ergebnis aus dem ist. Einfach auch die Rahmenbedingungen schaffen, dass die Mitarbeiter gut arbeiten können, eine Freude an der Arbeit haben und dadurch gute Atmosphäre schaffen und das an die Gäste vermitteln und weitergeben. Ich glaube, Menschlichkeit ist so ein Grundbedürfnis in uns allen und wir wünschen uns auch vom Gegenüber dieses Angenommenwerden, dass jemand einem zuhört und dass jemand einem überhaupt wahrnimmt.